Der Klimawandel macht es immer deutlicher. Wasser ist das Thema der Zukunft. Der Bedarf an Trinkwasser steigt stetig und auch das Thema Energiegewinnung durch und mit Wasser wird immer wichtiger. Dieses Umfeld bietet große Chancen für Investoren. Davon ist Fondsmanager Jonas Knüsel überzeugt von Swisscanto. Schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen auf dem Fondskongress in Mannheim. Sie sehen im Bereich Wasser gleich drei große nachhaltige Investitionsthemen. Welche sind das? Genau, dementsprechend haben wir auch den Fonds strukturiert und zwar investieren wir in Wassertechnologie, Wasserversorger und Wasserschutz. Gibt es denn beim Thema Wasser eher zu viel Nachfrage oder zu wenig Angebot? Das ist eine sehr gute Frage. Meine kurze Antwort wäre beides. Wenn wir uns das Angebot angucken, das Angebot bleibt leider größtenteils konstant. Die ganzen Entsalzungstechnologien sind noch nicht sehr kostenkompetitiv. Und dementsprechend ist es wirklich so, dass uns das Wasser, das momentan verfügbar ist, die Beschränkung darstellt. Wenn wir uns die Nachfrageseite angucken, haben unsere Studien gezeigt, dass wenn wir unser Verhalten nicht ändern als Menschheit, dass wir von 1900 bis 2050 circa einen Faktor 11 Zunahme des Wasserverbrauchs haben, wo die Weltbevölkerung zur gleichen Zeit nur um Faktor 6 angestiegen ist. Man sieht, die Schere geht immer weiter auf und bereits heute ist es Fakt, dass wir das nachhaltig verfügbare Wasser in ca. 20% übernutzen. Da reden wir also über ein gehöriges Delta zwischen Angebot und Nachfrage. Es geht also darum, das Defizit, das weiter ansteigt, zu verhindern und dazu muss die Wassernachfrage entkoppelt werden. Da sind sich die Experten einig. Aber wie kann das funktionieren? Ja, wir sehen zwei Ansätze, die eigentlich möglich sind. Und zwar geht es darum, die Effizienz zu erhöhen im Wassergebrauch und das Wasser besser zu schützen. Und dementsprechend haben wir auch die Themen des Fonds gewählt. Auf der Effizienzseite haben wir das Thema Wassertechnologie, wo wir primär in Equipment und Infrastrukturanbieter, die eben das ganze Wasserequipment und die ganze Bautätigkeit leisten. Dann die Wasserversorger, die ein großer Wasserverbraucher sind, respektive das Wasser bis zu den Haushalten transportieren, wo heute sehr viel Wasser verloren geht. Und dann noch das Thema Wasserschutz. Da investieren wir primär in Unternehmen, die auf der Testingseite aktiv sind, aber auch in den notwendigen Chemikalien. Und als Zusatzthema auf der Schutzseite investieren wir auch in Unternehmungen, die Lösungen anbieten für Unternehmen und Branchen, wo der Wasserverbrauch überdurchschnittlich hoch ist oder die Wasserverschmutzung überdurchschnittlich hoch ist. Und das ist eigentlich ein Bereich, den wir ebenfalls als sehr wichtig ansehen, auch wenn er nicht direkt in der Wasserwertschöpfungskette liegt. Ein mögliches Unternehmen könnte sein, zum Beispiel ein Anbieter von Positionierungssoftware, das dann in der Landwirtschaft eingesetzt wird, so dass mit dem Bewässerungswasser nur ganz gezielt dort bewässert wird, wo eben Bedarf ist. Wo sehen Sie denn jetzt die größten Innovationschancen, um Wasser möglichst effizient einzusetzen? Wir sehen diverse Anwendungsmöglichkeiten, aber wir denken, ein Gebiet ist besonders attraktiv und zwar handelt es sich dabei um die Landwirtschaft. Wenn man sich das heute anguckt in der Landwirtschaft, das ist der größte absolute Verbraucher von Frischwasser und man erwartet auch den größten relativen Anstieg in Zukunft im Bereich Landwirtschaft. Wenn man sich das anguckt, geht circa ein Drittel des Wassers in die Aufzucht von Tieren und circa zwei Drittel geht in die Aufzucht von Früchte und Gemüse oder den Anbau von Früchte und Gemüse. Und im Bereich Früchte und Gemüse ist es heute so, dass ca. 50% des eingesetzten Wassers eigentlich gar nicht am Ende bei der Bewässerung ankommt. Das heißt, es werden immer noch sehr ineffiziente Technologien eingesetzt. Und wir sehen da Möglichkeiten, zum Beispiel über digitale Anwendungen, aber natürlich auch über bessere Tropfbewässerungssysteme etc. Wenn wir uns die Aufzucht von Tieren angucken, bieten natürlich primär mal der Ersatz von tierischen Proteinen durch pflanzliche Proteine große Möglichkeiten, auch da den Wasserverbrauch strukturell zu senken. Damit haben wir viele Fakten besprochen und zusammengesammelt, aber die entscheidende Frage, und das ist die Schlussfrage, wie stellen Sie sich vor diesem Hintergrund mit Ihrem Wasserfonds auf? Wo setzen Sie die Akzente? Wir versuchen natürlich immer sehr agil zu sein und die spannendsten Themen im Fonds abzubilden. Jetzt explizit auf dem Thema Landwirtschaft haben wir momentan circa ein Exposure von 5% des Fonds in Unternehmen, die eben direkt in solchen Technologien tätig sind. Wir sind natürlich aber permanent daran, den Markt zu screenen und gucken uns an, welche Unternehmen, aber auch welche Anwendungen bieten die beste Möglichkeit. Und dementsprechend schauen wir uns da auch diverse weitere Unternehmen an.
Ganz wichtig für uns ist aber, dass es reife Geschäftsmodelle sind. Wir investieren nur in Unternehmen, die ihre Kapitalkosten verdienen und sind dementsprechend bei, sage ich jetzt mal, noch gewagten Early-Stage-Anwendungen und Geschäftsideen eher an den Seitenlinien, bis es dann ein valables Geschäft wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einblicke in Ihre Arbeit und in Ihre Expertise. Jonas Knüsel war das von Swisscanto hier auf dem Fondskongress in Mannheim. Danke.